Moin Leute, Herbert hier und ein herzliches Willkommen. Na, wo sind wir? In Minecraft, ja. Ihr habt richtig gesehen. Lange ist es her, oder? Und wir haben das Schatzgeheimnis noch nicht gelöst. Das heißt, unsere erste Aufgabe ist jetzt tatsächlich, das Schatzproblem zu lösen. Aber, da war ja das Problem, ne? Wir haben ja kein Licht mehr gehabt, ne? Und dafür wollte ich ja eigentlich zurückkehren. So. Jetzt habe ich das Problem. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wo mein Zuhause ist. Das ist so lange her, Leute. Ich glaube aber, das liegt in diese Richtung. Weil ich glaube, wir sind hier so lang gehoppelt, rübergeschwommen, haben das da auch gesehen. Aber ich meine, wir können doch einfach von den Leuten hier bestimmt die Fackeln klauen, oder? Ich meine, ich schneide mir damit selber ins Fleisch, weil Fackeln sind ja nie verkehrt. Schöner Steg im Übrigen. Gefällt mir. Optisch sehr gut. Gut, die sollten vielleicht mal überdenken, wie sie die Wege platzieren oder so. Aber sonst, was ist das? Eine Steinsäge? Und wenn wir da Stein reinlegen? Ne. Wie gut ist bitte die Steinsäge? Das ist ja ein Teufelswerkzeug, Leute. Das ist ja der Hammer. Die Steinsäge macht aus einem Block einen beliebigen Block. Ich denke natürlich logisch darüber nach, dass sich das jetzt gerade für mich echt easy angehört hat. Was soll die Scheiße? Das wollte ich gar nicht. Aber das natürlich nicht so einfach ist, wie ich mir das jetzt gerade, glaube ich, vorgestellt habe. Denke ich zumindestens. Ne? Also mir ist das natürlich bewusst, dass das Ganze etwas schwieriger ist als einfach Larifari, oh, ich baue mal ganz kurz was. Ne? Das ist mir natürlich bekannt und bewusst. So, so, so. Ich glaube, das dürfte gehen. So. Ne, das geht nicht. So. 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 Und so. So. Ich habe natürlich Kommentare gelesen. Boah, ich lese Kommentare. Und da drin stand, dass ich noch ein gutes Stück buddeln muss, bevor ich hier überhaupt was finde. Aber ich muss sagen, ich höre ja bereits was. Und ich denke, hier in diese Richtung werde ich auch zu meinem Ergebnis kommen. Ich denke das nicht nur, sondern ich gehe mittlerweile stark davon aus, dass hier. Ich meine, man hört es ja. Und oben habe ich jetzt nicht wirklich Skelette gesehen oder so. Nein. Ob ich denn gerade diese komischen Wasserverwirbelungen gesehen? Ja, egal. So, ich brauche auf jeden Fall noch ein bisschen Werkzeug, weil das geht uns langsam aus. Na, fuck. Echt jetzt? Habe ich Hunger? Nee. Leder kann ich nicht wegschmeißen, das brauchen wir. Verrottetes Fleisch können wir wegschmeißen, brauchen wir nicht. Wunderbar, so. Und wie gesagt, ich gehe schwer davon aus, dass das hier die Ecke ist, wo unser Schatz auf uns wartet. Ich bin so gierig auf diesen Schatz, Leute. Das ist unfassbar. Könnt ihr das verstehen irgendwie? Ich glaube schon. So, ich mache nur gerade mal so eine kleine Fläche, dass ich ein bisschen dran arbeiten kann. Auch hier in diese Richtung sein. Oh. Hier in die Richtung nicht, Leute. Da ist Wasser. Ich glaube, hier kommt auch gleich Wasser. Ja, war klar. Da ist es nämlich schon.
mein Gott, wo ist das, Leute? Ich kann es überhaupt nicht zuordnen. Also theoretischerweise kann es nicht über uns sein. Aber wir haben Eisen gefunden. Das heißt, wir können schon mal einen Eimer herstellen und endliche Wasserquelle und. Also wir haben schon mal etwas gefunden, was wir definitiv gebrauchen können. Ich werde hier verrückt, Leute. Ich meine, ich höre die Skelette ja. Eindeutig. Ich finde sie aber nicht. Also hier können sie eigentlich nicht wirklich sein. Hier überall Wasser ist. Mein Gott, Leute, das ist ja wie in einem Horrorfilm. So, wir gehen mal kurz hoch und besorgen uns logischerweise neue Sachen. Weil mir geht's Material aus, ne? Oh. Ich meine, sieht cool aus, hat aber keine Verwendung, ne? Wir brauchen noch eine Steinspitzhacke. So hart es auch ist. So, den Schnee, den brauchen wir nicht. Au. Oh. Wo ist meine Steinspitzhacke? Da haben wir sie. Wunderbar. So, haben wir ein kleines Loch in die Decke gerissen. Das ist meiner Meinung nach nicht so tragisch. So. Das Loch machen wir auch zu. Kann ich hier nochmal in Ruhe graben und nochmal horchen. Hier irgendwo ist das. Aua. Ich wollte gerade sagen, das sah anders aus. Okay, cool, wir haben es gefunden, Leute. Was ein Arschloch, oder? Hammer. Sehr cool. Wir haben das Schatz. Wir haben den Schatz gefunden, Leute. Das ist natürlich jetzt wirklich optimal. Aber, jetzt kommt das große Aber wieder. Wir haben ein kleines Platzproblem zum Fighten. Reicht dieser Platz hier einfach nicht aus, wisst ihr? Oh. Wenn wir jetzt einmal Eisen finden, dann müssen wir ihn auch abbauen, weil sonst haben wir bald kein Eisen mehr. Und wir müssen natürlich aufpassen, dass wir jetzt nicht unbedingt sterben. Ich weiß nicht, wie viele da unten sind, wisst ihr? Freunde der Frohnatur, was soll ich tun? Scheiße, ist kein Livestream, ne?
Überblick verschaffen. Das Wichtigste, was man machen kann. Also ich denke, es sind zwei, mindestens. Zwei werden es sein. Ich denke, gegen zwei werden wir auch ankommen. Auch wenn wir jetzt nicht wirklich die Ausrüstung schlechthin haben. Am besten wäre es ja, wenn ihr jetzt so ein bisschen... Tageslicht reinfallen würde. Ach komm, wir versuchen es. Nein, 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 nein. Fuck! Das ist doch echt nicht schön. So, kommt Leute, wir nehmen ein Steak mit. Der Typ ist wieder über uns, oder? Kann das sein? Aha, sagt er. Gut zu wissen. Oh, das ist ärgerlich. Egal. Es war mir fast klar, dass wir das nicht schaffen. Hier wächst übrigens noch nichts. Ach ja. Herrlich, oder? Das ist so typisch Hubi. Das war so ein typischer Hubi. Das konnte nur mir passieren. Ich meine, hey, wir haben eine Schatzkarte gefunden. Wir haben den Schatz letztendlich ausgebuddelt. Und wurden leider von einem Skelett, was Tötungsabsichten hat. So, keiner wusste. Bis gerade. Wurden wir hingerichtet. Das sind so ein paar Punkte, die einen nerven könnten. Nicht mich jetzt unbedingt, weil mittlerweile sind wir so oft gestorben, dass mich das peripher echt am Arsch jucken kann. Aber, da kommen wir ja zum großen Aber, ne? Es gibt Dinge, die sind schon ärgerlich. Unter anderem die Tatsache, dass ich jetzt gerade nicht mehr weiß, wo das war. Ich habe es, glaube ich, gerade gefunden. Da hinten war das. Gut. Wir sollten vielleicht ein Boot bauen. Also sonst kommen wir da nie an. Ich nehme mal ein bisschen Seetang mit. Wenn ich einmal unterwegs bin, kann ich auch ein bisschen ernten. Und was für meine Gesundheit tun, so. Sehr gut. Wir sind also jetzt mit einer Holzspitzhacke bewaffnet auf dem Weg zu diesem Tunnel. Apropos, warum sind da Häuser? Ich glaube, die Häuser haben wir bereits entdeckt. So war das. Ach ja. Es gibt schon schlimme Dinge. Ich muss wirklich sagen, es gibt echt schlimme Dinge. Skelette. Das sind meine neuen Erzfeinde. Ich hatte natürlich keine Chance, weil zwei Skelette gleichzeitig in einem engen Raum. Man muss immer warten, bis die Schlagkraft aufgefüllt ist. Meiner Meinung nach hatte ich schlechte Karten. Ihr könntet jetzt natürlich sagen, Herbert, stellst dich ein bisschen an. Das hätte man locker schaffen können. Hätte man, bestimmt. Ich nicht. Okay, ich dachte gerade, jetzt kommt irgendwie so ein Riesenvieh und killt uns. Mein Gott, Leute. Oh, ein Delfin. Kann der Delfin... Hi. Kannst du uns mitnehmen? Bis da hinten. Das wäre super lieb von dir. Nee? Okay. Schade. So, ich schwimme natürlich jetzt nicht den ganzen Weg, sondern hüpfe hier auch mal ein bisschen rum. Ich würde aber sagen, den Kampf gegen das Skelett werden wir definitiv im nächsten Part sehen. Ich hoffe, ihr schaltet ein.
Und wir sehen uns dann im nächsten Part, wahrscheinlich morgen. Bis dahin, bleibt wie seid. Danke fürs Zusehen und Tschüssikowski.